AG, mach mal einen Cocktail mit Campari. Sehr gerne. Dafür braucht ihr zuallererst ein Weinglas oder ein Ballonglas. Wir haben immer noch nur die Gin Mare Gläser. Ja, wir wissen's. Wir haben es schon mal mit Eis voll gemacht und eine halbe Orangenscheibe reingemacht als Garnish. Jetzt brauchen wir 6 cl Campari. Dann kommt ein Schuss Soda oben drauf. Ihr könnt auch Mineralwasser nehmen. Und das Ganze wird jetzt mit Sekt oder Prosecco aufgefüllt. Jetzt wird alles nochmal ganz leicht umgerührt. Und fertig ist der Campari-Spritz. Ein schöner, herber, aber spritziger Drink. Um kein weiteres Cocktailvideo zu verpassen, drückt doch gerne auf das Plus.